Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 53. Lesung und Besprechung des Buches Die Himmelskönigin, eine für alle, alle für eine. Und eigentlich ist das Buch ja abgeschlossen, wie wir bereits letztes Mal angekündigt hatten. Wir gehen heute in ein paar extra Themen herein, die aber mit dem Buch der Himmelskönigin zu tun haben, weil sonst würden wir sie nicht mit reinnehmen. Das erste, in das wir reingehen heute, ist das Buch, das ihr hier in diesem Bild seht. Das heißt Vietnam, Why Did We Go? Wurde geschrieben von Avro Manhattan. Und ich habe das physische Buch hier direkt neben mir liegen. Mal eben schauen. Das ist veröffentlicht worden zuerst in 1984. Na, wenn das nicht gut passt. Ne? Ich habe den dritten Druck von 1987 hier liegen. Das Buch gibt es auch als PDF in Englisch. Das Buch gibt es auch als PDF in Deutsch. Den Link wollen wir dann später nochmal bekannt geben, aber eine Schwester in Christus hat sich die Mühe gemacht, die drei Kapitel zu übersetzen, die ich sie gefragt hatte, weil ich beim Lesen des Buches bemerkt hatte, dass es hier um die Himmelskönigin geht und ich dachte, einen besseren Abschluss des Buches, die Himmelskönigin, dieses hier, kann man dann ja gar nicht haben, als in so ein wundervolles Buch von Avro Manhattan reinzugehen. Und wie immer, übrigens, falls ihr euch wundert, nein, ich bin heute nicht alleine, der Bruder Max, der das Buch Die Himmelskönigin übersetzt hat, der begleitet mich heute und der ist bei mir und den heiße ich ganz herzlich willkommen. Hallo Max, herzlich willkommen und ich hoffe, es geht dir und deiner Familie gut. Ja, vielen Dank, Jörg. Uns geht super. Danke der Nachfrage. Ja, ich bin ein bisschen groggy gerade, weil die Woche doch relativ anstrengend war mit der Umstellung, dadurch, dass es im Studium jetzt wieder losging. Es ist sehr viel online momentan durch die ganze Corona-Geschichte, was ja mir dann auch wieder nichtsdestotrotz zugutekommt. Ja, ich freue mich jetzt einfach auf die Lesung. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe das Buch jetzt gar nicht vorweg noch großartig mir mal angeschaut oder viel mehr anschauen können. Ich freue mich aber umso mehr darauf, weil es ein Buch ist, was ich, ja, was uns könnte sagen, was uns schon mal über den Weg gelaufen ist, es aber so auch noch nicht in Deutsch gegeben hat, beziehungsweise wussten wir nicht, dass es das in Deutsch gibt. Umso schöner ist es natürlich, dass sich eine Schwester in Christus bereit erklärt hat, das zu übersetzen. Neben der Tatsache, dass es das jetzt auch noch anderweitig als PDF in Deutsch gibt. Es ist ja, schadet ja trotzdem nicht. Man kann dann auch immer gleich mal gucken, wie korrekt die Übersetzung da so ist. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich auf die Lesung heute und bin gespannt, was den Inhalt dieses Buches betrifft, Jörg. Ja, wenn ihr euch jetzt wundert, warum der Max so gut klingt, der hat sich ein neues Mikrofon angeschafft. Und ich persönlich finde, er klingt sogar noch ein Tickchen besser als mit dem alten Mikrofon. Weil wirklich diese Flop-Laute sind wirklich ein bisschen weg jetzt. Es ist gut aufgefangen. Die Lautstärke ist gut, Max. Du klingst sehr angenehm, um zuzuhören. Also lass dich von dir hören während der Lesung hier. Ja, okay. Ja, also während der Lesung hier aus dem Buch Vietnam, Why Did We Go? Das ist also ein englischer Titel, heißt natürlich auf Deutsch, würde man das direkt übersetzen, Vietnam, warum sind wir gegangen? Von Avro Manhattan. Avro Manhattan selber, da erkläre ich jetzt nicht so viel von, wer das ist. Das war ein unter anderem ein Malteserritter und noch andere schwere Auszeichnungen hat er gehabt. Er hat meines Erachtens, ich denke, über 20 Bücher geschrieben, sehr, sehr viele interessante Bücher, sehr, sehr viele Bücher, die auch Schwierigkeiten hatten, verlegt zu werden und rauszukommen, weil da viele Dinge beschrieben wurden, die viele Leute auf dieser Welt nicht wissen wollten. Das Problem ist, genau wie mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, um das mal eben kurz zur Einleitung zu sagen, bevor wir jetzt in die Studie des Buches reingehen, das Problem ist, genau wie mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, dass uns niemand erzählt hat, dass es hier eigentlich um einen Kreuzzug geht, dass es hier um einen religiösen Krieg geht, dass es hier um einen Krieg mit römisch-katholischem Hintergrund geht. Und diesen römisch-katholischen Hintergrund, der wird uns, wie gesagt, erst nicht erzählt, weil es ein Hintergrund ist und zweitens, weil die Menschen gar nicht verstehen, dass römischer Katholizismus was ganz anderes ist als das, was sie mit Christentum gleichsetzen. Das Problem ist, der römische Katholizismus versucht sich nach außen als Christentum zu verkaufen, beschmiert damit den Namen Christus und des Christentums, des wahren Christentums, überall, wo er reinkommt und verschafft sich seine Feinde und kommt dann durch die Hintertür wieder und wieder und wieder rein. Die Geschichte von der römische Katholizismus und Vietnam ist eine Geschichte, die zurückgeht bis ins 16. Jahrhundert. Und ich will da jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen, habe ich auch nicht vorbereitet neben dem Buch. Das werde ich machen, wenn ich die Lesung selbst mache. Ich mache die Lesung Vietnam, Why Did We Go, aber in Englisch. In Deutsch habe ich sie vorerst nicht geplant, auch wenn es das Buch in Deutsch gibt. Das kann dann jeder selbst lesen. Ich habe das englische Buch komplett durchgelesen. Ich war erstaunt, was ich da erfahren habe. Ich habe nach der ersten Lesung auch beschlossen, nicht normal in dem Buch durchzulesen, Kapitel 1, 2,
2, 3 und so weiter, sondern ich werde nach meiner Einleitung im Englischen anfangen mit Kapitel 16, 17 und dann 18 und dann gehe ich zurück auf Kapitel 1 und dann 19 und so weiter bis zum, ich glaube, 22 Kapitel hat das ganze Buch. Das ist einfach deswegen, weil in Kapitel 16, 17, 18 die Vorgeschichte dargestellt wird und weil da auch darüber geschrieben wird, wie die Jesuiten in Vietnam Einzug gefunden haben, früher bereits, und was die frühere Geschichte ist. Das ist genauso interessant und wichtig zu wissen, wie es das auch in Japan ist und wie es das auch in China war. Dafür haben wir unter anderem in dem Buch von Griesinger, wie ihr euch erinnert, die Lesung gemacht damals. Das war hauptsächlich ich und dann habe ich zwei Gäste damit reingenommen. Das war einmal der Viktor, der Herrscher des Bösen und hinter den Diktaturen dann übersetzt hatte, der mein Gast war. Und auch Michael ist dann bei den späteren Lesungen mit dabei gekommen. Ich glaube, den ganzen zweiten Band hat er mitgemacht und einen Teil des ersten, wo Michael dann mein Gast auch mit dabei war. Und in dem Griesinger Buch haben wir auch gesprochen, wie die Jesuiten in Japan eingefallen sind, wie sie in China eingefallen sind. Und im Grunde zählt Vietnam mit zu China oder Indochina, wie man das eben auch kennt. Das ist alles früher ein bisschen ganz anders gewesen, ein bisschen mehr verwaschen und verwischt gewesen, als wie wir das heute haben. Heute werden uns klare Grenzen gezogen. Das war früher nicht so oder es waren früher andere Grenzen. Es hat einen sehr interessanten Hintergrund, dass das Land Vietnam. Und wenn man diesen ganzen Hintergrund nicht kennt, dann ist es sehr schwierig zu verstehen, warum der Krieg da überhaupt stattfinden musste und warum er stattgefunden hat, wie er stattgefunden hat. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Wie gesagt, ich möchte euch ganz ehrlich sagen, weil ich selbst nicht weiß, ob ich das Buch jemals in Deutsch ganz lesen werde, der Link von demjenigen, der das Buch in Deutsch komplett übersetzt hat, der findet sich auf archive.org, der hat da seine eigene Bibliothek. Den Link werde ich in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reintun. So kann jeder das ganze Buch lesen und kann sorgen, dass er sich selbst geschichtlich noch ein wenig mehr darüber informiert, wie die Vorgeschichte war, wie die Geschichte der römisch-katholischen Kirche und der Jesuiten in Vietnam und der Gegend in Indochina war im 16., 17. und 18. Jahrhundert, um dann zu wissen, worauf das dann im Grunde hinauslief, auf den Krieg, der dann Mitte des 20. Jahrhunderts dort ausgebrochen ist. Weil der war ja, ich glaube, Anfang der 50er Jahre ist er ausgebrochen. Wir hatten erst kurz den Koreakrieg und dann fing der Vietnamkrieg an, im Grunde Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Ich habe jetzt die Daten auch nicht so ganz genau im Kopf, das müsst ihr mir verzeihen, dafür lese ich zu viele Dinge, aber das kann man ja alles nachlesen. Ne? Auf jeden Fall wurde uns niemals gesagt, dass dieser Krieg einen religiösen Hintergrund hat. Und was uns noch weniger gesagt wurde, ist, dass die Himmelskönigin in diesem Krieg sogar einbezogen wurde. Und da wir ja jetzt gerade das Buch zu Ende gelesen haben, eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels, und wir gelernt haben, wie die römisch-katholische Kirche diese Marienerscheinungen über die ganze Welt gebraucht, um die Welt unter ihren Flügeln zu vereinen, wie die römisch-katholische Kirche sich vereinselbigt mit der Himmelskönigin nach dem Motto von wir sind die Himmelskönige, die Himmelskönigin ist wir sind die Mutter, nach dem Motto von das Matriarchat gegenüber dem Patriarchat, ne? Also Frau gegen Mann, die werden hier gegeneinander ausgespielt, das ist typisch die Arbeit des Teufels, hegelische Dialektik, das macht er auf allen Niveaus, auf allen Levels. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden in dem Satz verloren, aber was ich im Grunde sagen wollte ist, dass uns nie deutlich geworden ist, wie sogar die Himmelskönigin eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle in dem Vietnamkrieg gespielt hat. Und schaut, ich selber bin etwas über 50 Jahre alt und ich garantiere euch, dass Leute, die dasselbe Alter haben wie ich, ein klein wenig jünger sind oder ein klein wenig älter sind, genau wie ich, dieselben Vietnam-Filme gesehen haben. Platoon, Hamburger Hill, Full Metal Jacket, wie heißen sie noch alle mal? Ich komme jetzt gar nicht auf all die ganzen Namen. Apocalypse Now zum Beispiel, aus Anfang der 70er Jahre ja damals. All diese Kriegs- oder Antikriegsfilme über Vietnam. Und da war niemals ein Bezug auf Religiosität. Da war niemals ein Bezug auf die Himmelskönigin. Und genau das macht das Thema so spannend und so interessant. Weil wir, die wir Christen sind, wissen, dass in der Politik nichts geschieht, das nicht religiös vorbestimmt ist. Oder dass in der Politik nichts geschieht, was nicht religiös geleitet ist. Weil die römisch-katholische Kirche sagt, dass die geistige, ihre geistige Macht
über der weltlichen Macht steht und die weltliche Macht beherrscht. Da bin ich in anderen Lesungen mehr als genug drauf eingegangen. Und ich möchte euch ganz, ganz warm ans Herz legen, die Lesungen ab Nummer 51 oder 52 zu sehen von Das Doppelgesicht des Papsttums, wo es darum geht, der Einfluss des Papismus auf die Staaten. Ja, da wird das auch nochmal ganz, ganz deutlich. Schaut euch solche Lesungen an. Je mehr von diesen verschiedenen Lesungen ihr querbeet anschauen seid und am Studieren seid, desto mehr oder desto leichter sich für euch ein Bild in der ganzen Sache formt, dass ihr wirklich versteht, wo es umgeht. Ja? Das Buch Vietnam, warum sind wir gegangen, nenne ich es mal als deutscher Titel, das an sich ist es gar nicht mal so vielsagend, so aussagekräftig, so spannend, so interessant. Aber wenn man durch viele andere Lesungen die ganzen Spieler kennt, die damit spielen, ich sage mal zum Beispiel Cardinal Spellman, ich sage zum Beispiel mal die Foster Brothers, ja, John Foster Dulles und sein Bruder und noch ein paar andere Menschen und natürlich auch den Diem, Viet Diem, wenn man die kennt, wenn man Ho Chi Minh ein wenig kennt, wenn man den Hintergrund ein wenig kennt. Ich meine, Ho Chi Minh, das kennt ihr alle, ja, der Meister der Viet Cong, ja, der kommunistische Führer von Nordvietnam, hat euch irgendwann mal irgendjemand erzählt, habt ihr irgendwann mal in irgendeinem der Filme, die ich aufgezählt habe, gehört, gelesen, gesehen, dass Ho Chi Minh Katholik war? Ich glaube nicht. Und das und andere Dinge sind Dinge, die werden wir heute in diesem Buch beleuchten. Ich habe drei Kapitel rausgesucht, weil drei Kapitel und ein kleines Extrastück handeln von der Himmelskönigin damit bei. Nicht das ganze Kapitel, aber Stücke darin. So wichtige Stücke, dass ich gesagt habe, die rauszuschneiden und nur die vorzulesen, bringt nichts. Wir müssen die ganzen Kapitel lesen. Deswegen lesen wir drei Kapitel und ein kleines Extrastück. Und dann wird euch hoffentlich deutlich, warum ich das gewählt habe. Und dann wird euch auch deutlich, warum diese Lesung 100% perfekt wie die Faust aufs Auge auf die Buchlesung Eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels passt. So, nach dieser langen Tirade von mir, hast du vielleicht noch eine Bemerkung, bevor wir loslegen? Ja, du hast da ganz wichtige Punkte gemacht, Jörg. Es ist ja in der Tat so, also du sagtest jetzt, du bist etwas über 50 und hast entsprechende Filme von klein auf schon mitbekommen. Bei mir ist es so, ich bin knapp über 30 und habe dasselbe zu berichten. Und ich weiß, dass es jedem anderen auch in meinem Alter genauso geht. Wir alle sind mehr oder weniger sehr stark geprägt von Hollywood oder sagen wir mal von diesem ganzen Medienzirkus um uns herum. Ja. Und das ist auch nicht einfach, man kann natürlich sagen, ja klar, Gehirnwäsche, aber die Bibel begründet das ganz einfach. Ne? Die Bibel sagt, die Auge ist die Leuchte des Leibes. Ja? Und das bedeutet im Grunde genommen ja nichts anderes, dass man das annimmt oder zu den Gedankenschlüssen. Hallo? Ja, jetzt bist du ein bisschen zu laut gerade eben. Oh, diese Technik, ne? Ja, ja, jetzt bist du wieder wunderbar zu verstehen. Also ja, wir hatten da wohl gerade eben ein technisches Problem. Vielleicht dann mal ein Video, in dem ich auch mal schneide. Ja. Ja. Um diese technischen Probleme rauszuschneiden. Nee, du hattest gesagt, was mit dem Auge ist, das Auge ist, Die Leuchte ist das? Wie heißt es? Die Auge ist die Leuchte des Leibes, ne, glaube ich. Ja, die Leuchte des Leibes, das hast du gesagt, ja. Gut, kannst du meinen Schirm jetzt wieder sehen? Ich habe es gerade geteilt. Ja. Okay, den siehst du wieder, dann ist wieder alles auf normal, dann wollen wir mal gucken. Lassen wir das mal hier, dann haben die Leute auch mal was Spannendes und sehen sie mal, wie live Video ist, ne? Kann man auch mal so sehen. Gut, dann fahr bitte doch mit deinem Satz fort. Naja, also ich habe jetzt nur Bezug genommen auf Matthäus 6,22 im Grunde. Das ist also gar nicht mal so diese deutlich wahrnehmbare Gehirnwäsche oder so. Es ist einfach nur, dass es einfach dieser biblische Grundgedanke ist, der da zum Tragen kommt. Und so sind wir alle, ob wir jetzt aus der Schule kommen, aus einer katholischen Schule kommen oder aus einer, normalen Schule, wir sind alle dadurch auch, dass wir uns mit Medien, mit allem beschäftigen, was andere Menschen uns zur Verfügung stellen, und damit meine ich halt jetzt gerade besonders auch Kinofilme, sind wir alle sehr geprägt in unserem Denken. Und das ist genau der Punkt jetzt, was Vietnam betrifft, was du angeholt hattest, Jörg, aber das ist ja vor allem auch
der Punkt in zum Beispiel der Titanic-Geschichte. Ja? Oder das ist zum Beispiel auch der Punkt in was hier im Nationalsozialismus in Deutschland passiert ist. Ja? Da wird ja uns einseitig seitens History Channel oder in Deutsch nennt sich das jetzt ja ZDF Terra X oder sowas, wird uns einseitig berichtet, wer da schuld ist und wie das alles vonstatten ging. Aber meinst du, da wird irgendwo mal der Jesuitenorden oder die katholische Kirche in Zusammenhang gebracht? Da kannst du von ausgehen, dass das eben nicht der Fall ist. Und deshalb sind solche Bücher wie Vietnam, Why Did We Go, in dem Beispiel jetzt zum Vietnamkrieg, halt besonders wichtig, weil die einfach mal auch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge präsentieren und vor allem eine Sicht auf die Dinge, wie sie halt auch mit der Bibel in Einklang zu bringen sind. Ne? Weil wir wissen ja, die Bibel sagt uns, dass Rom das letzte heidnische Reich auf Erden ist. Und wie kann das, wenn nicht die Kirche, die römisch-katholische Kirche am Regieren ist? Und diese Punkte werden dann halt in der Geschichte oder seitens der Jesuiten in Hollywood halt immer weggelassen, um uns mehr oder weniger einfach in die Irre zu leiten. Ne? Ja, und es gibt, du hast jetzt ZDF jetzt erwähnt mit Terra X und so, diese Serien, die laufen. Ich glaube, dieser Leschner oder sowas ist da auch, das ist ja auch ein ausgebildeter Jesuit. Harald Lesch ist ja der Arzt für alles, ne? Ja, genau. Der ist ja alles. Es gibt, ich glaube, es ist vom ZDF, da gibt es sogar eine Dokumentation über die Jesuiten. Aber wenn man die schaut, da wird natürlich abgestritten, dass sie überhaupt irgendwas damit zu tun haben, was ich in meinen Kanälen immer offenlege. Und das fängt alleine schon mal damit an, dass in solchen Dokumentationen über die Jesuiten niemals gesprochen wird davon, dass es die vier Eide gibt, die Jesuiten ablegen müssen. Da wird von dem vierten Eid schon mal gar nicht gesprochen. Und da wird auch nicht davon gesprochen, dass sie in Arbeit gestellt wurden von Papst Paul III. Durch eine Bulle, deren Namen Regimini Militantes Ecclesia ist. Militantes heißt ganz deutlich Militär. Das ist keine Verschwörungstheorie, die wir hier sagen. Das ist der ganz offizielle Name der Inarbeitstellung des jesuitischen Ordens, der Sociedad Jesus, ja, wie das in Spanisch heißt, weil Ignatius von Loyola war ein Spanier, er kam aus dem Baskenland oben, er war ein Baske, eine alteingesessene spanische Familie übrigens, die keine Verbindung irgendwie zu Juden haben. Das ist auch sehr interessant, weil die Basken sind ein ziemlich für Jahrhunderte damals abgeschlossenes Volk gewesen. Die haben sich vollkommen abgekapselt, da kam keiner rein, auch keine Juden oder sowas. Also das ist mal eine andere Geschichte. Und wenn man sich dann solche Dokumentationen anguckt im ZDF oder so, die ich mal gesehen habe von den Jesuiten, da kommt einem, wenn man die Bibel studiert hat und wenn man wahre Geschichte studiert hat, da kommt einem nur die Galle hoch. Da kommt einem nur die Galle hoch, wie man belogen und betrogen wird in dieser Welt. Und dann diese ganzen Filme, die ich erwähnt habe und die du wahrscheinlich auch gesehen hast, und dann habe ich noch vergessen, Rambo aufzuzählen, der ja in seinem zweiten Teil auch nach Vietnam ging. Ja, oder Jurassic Park ist ja auch so ein tolles Beispiel, ne? Mit dieser ganzen Dinosaurierkiste. Ja, das ist aber nun ein ganz anderes Thema. Lass uns da ja, ich meine nur, das ist halt alles, oder Planet der Affen ist ja noch besser, ne? Evolution und so. Ja, ja gut, aber ich wollte das jetzt wirklich mal auf Vietnam halten, weil sonst können wir eine extra Sendung über Filme machen, aber wenn wir über Vietnam gehen, ja, da wird nie darüber gesprochen, dass das irgendeinen religiösen Einfluss hatte oder irgendwas, dann wird das auch immer, der Krieg wird, sie sagen, das ist ein Antikriegsfilm, aber der Krieg wird verherrlichend dargestellt. Ja? Da wird nur gezeigt, wie Menschen ermordet werden, entweder mit Messern oder mit Handgranaten oder mit Bomben, mit Tretminen, mit Napalm, was auch immer da passiert, wie auch immer Menschen umgebracht werden und je mehr Tote, desto besser. Ne? Ich kann mich noch ganz deutlich daran erinnern, dass damals in den 80er Jahren, als der Film Rambo rauskam, da mit Sylvester Stallone, oder der zweite Teil zumindest, oh, in diesem Film hat er so und so viele Menschen getötet und nur so und so viele Worte gesagt. Das waren Schlagzeilen, ganz, ganz toll. Töten wird ganz oben angestellt. Töten ist natürlich immer, was im Krieg vorne angestellt wird. Und Krieg ist im Grunde nur eine Arbeit des Teufels, um uns wegzuleiten vom Wort Gottes, in dem ganz klar drinsteht, du sollst nicht töten. Es kann mir niemand erzählen, dass er ein gottesfürchtiger, Jesus folgender Christ ist und in den Krieg zieht und jemand anderen tötet. Der ist ein Heuchler. Ja, das geht nicht. Ich habe da psychologisch meine eigenen Probleme mit, weil ich früher Soldat war. Ne? Da bin ich heute noch am Verarbeiten, was für eine schlechte Entscheidung ich damals getroffen habe. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass Gott sich gesagt hat, ich brauche die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ich muss sie auch nicht in den Krieg ziehen. Ich habe ja in Friedenszeiten gedient in der Bundeswehr. Aber die Erfahrung, die ich da gemacht habe, die helfen mir heute noch. Die haben damals auch zu meiner Charakterformung ein wenig beigetragen. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ordnung und Disziplin sind nicht die schlechtesten Dinge, auch nicht für einen Christen. Ne?
Naja, ich sage jetzt nicht, Max, schreib dir das mal hinter die Ohren, aber du musst noch viel lernen. Du weißt, wie das zu nehmen ist, wenn ich das jetzt sage, ne? Wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Aber mein Gott, jetzt sind wir hier, was für 25 Minuten oder so am Reden und wir haben noch nicht mal angefangen mit der Besprechung von Vietnam, Why Did We Go? Also Vietnam, warum sind wir gegangen? Aber ich glaube, dieser Hintergrund, um den zu beleuchten, ist erstmal wichtig. Die ganzen Filme, die ich halt gerade besprochen habe, sind im Grunde kriegsverherrlichende Filme. Man geht da rein, um sich unterhalten zu lassen. Man wird unterhalten davon, wie Menschen getötet werden. Ja? Das ist doch schon mal eine ganz verkehrte Voraussetzung damit bei. In dieser Welt wird uns dann in der Politik und durch die Medien, die die Politik an uns verkaufen will und verkaufen muss, wird uns das alles dargestellt als von, aber das muss so sein, weil das ist so und so und so und das ist Recht und das ist Recht und das ist Recht. Und da wird immer das menschliche Recht vorangestellt und das göttliche Recht hinten an. Es wird überhaupt nicht erwähnt, um es mal so zu sagen. Es gab viele, viele Gründe dafür, warum der Vietnamkrieg so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Und ich mache es jetzt mal kurz. Ich fange jetzt mit dem PDF an, das zu lesen. Max wird mich darin unterstützen und hier und da unterbrechen, wenn er Frage, Kommentar oder was er immer hat. Und wir werden mal sehen, wir gehen hier in das dritte Kapitel rein. Also das Buch fängt halt mit anderen Kapiteln an. Das erste Kapitel in dem Buch heißt, mal eben gucken, ein paar Seiten hier, dass ich das erste Kapitel hier habe. Die vatikanisch-amerikanische große Verbindung, große Allianz, ja, das ist das erste Kapitel. Und das zweite Kapitel heißt die Fatimatisierung des Westens. Na, da passt ja dann eigentlich ganz gut das Buch zu von der Himmelskönigin, das wir bis jetzt gelesen haben. Und dann eben Kapitel 3. Achso, hier Kapitel 3, Fatimatisierung des Westens. Kapitel 2 heißt die Vatikan-amerikanische große Allianz und das erste Kapitel heißt einfach nur Preliminaries, also vorabgehend, ja, um das so zu sagen. Deswegen hatte ich das nicht gesehen. Ich dachte, das wäre noch eine Sorte Vorwort. Also, um eine lange Geschichte kurz zu machen, gehen wir jetzt mal in das Buch rein. Vietnam, warum sind wir gegangen? Von dem Autor Avro Manhattan. Und da gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viele interessante Bücher von. Ich lese im Augenblick von ihm The Dollar and the Vatican, ein Buch, das lange, lange verboten war, ein Ausdruck war, das es jetzt endlich wieder zurückgibt. Aber wir lesen jetzt Kapitel 3, die Fatimasierung des Westens. Bevor wir mit den Entschuldigung, chronologischen Ereignissen fortfahren, die hier in den ersten zwei Kapiteln bereits besprochen wurden, die letztendlich zur direkten US-Intervention in den Vietnamkrieg führte, kann es nützlich sein, einen Blick auf das ideologische Klima dieser Jahre zu werfen, die seinen Ausbruch vorausgingen. Ansonsten könnten bestimmte grundlegende Probleme nicht richtig verstanden werden. Dieser Satz hier ist sowieso etwas, das sollte man sich mal ganz gut hinter die Ohren schreiben. Bestimmte grundlegende Probleme können nicht richtig verstanden werden, wenn man bestimmte Informationen nicht hat. Und diese Informationen, die werden uns in den Massenmedien, in den Medien, zu denen wir Zugang haben und die uns überall als Wahrheit verkauft werden uns diese Informationen nicht gegeben. Und deswegen können wir bestimmte grundlegende Probleme nicht richtig verstehen. Wir verstehen den Krieg immer nur so, wie er uns verkauft wird von den Medien und nicht so, was er wirklich hat. Und genau dafür dient eben die Lesung eines solchen Buches. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die USA und der Vatikan ein gegenseitiges Bündnis geschlossen, wie wir bereits ausgeführt haben, hauptsächlich um den russischen Kommunismus in Europa und in Asien einzudämmen. Hier muss ich nochmal kurz einen Kommentar einführen. Entschuldigung, das ist eine interessante Lesung, weil man wieder andere Dinge verbindet. Ihr erinnert euch sicher, dass wir das Buch gelesen hatten, das Viktor damals fantastisch ins Deutsche übersetzt hat, Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Ja, ein Buch von von Leo Herbert Lehmann, in dem wir unter anderem ein Ding gelernt hatten, nämlich, dass er sagte, der Leo Herbert Lehmann, dass in den Memoiren des deutschen Kaisers eine Vermeldung darin stand, dass der deutsche Kaiser Wilhelm, der zur Zeit und vor dem Ersten Weltkrieg deutscher Kaiser war, dass der ein Treffen hatte mit Papst Leo dem 13., der zwischen 1878 und 1903 Papst war, in den 1890er Jahren, und dass der Papst zu ihm gesagt hat, er möchte, der Papst, der Antichrist, möchte, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche in Europa wird.
Daraufhin hat der Kaiser geantwortet, aber Papst, mit allem Respekt, wir leben nicht mehr in den Zeiten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die Zeiten haben sich verändert. Aber trotzdem, so wird weiter ausgeführt in dem Buch, blieb der Papst bei seinem Beschluss und bei seinem im Grunde, das wird da nicht mit beigesagt, aber das muss man daraus lesen, das muss man so verstehen, das war ein Befehl. Der Antichrist gibt dem König dieser Welt, also einem der Könige des Deutschen Reiches in diesem Fall, oder Kaiser, wie auch immer, Titel spielt jetzt keine Rolle, derjenige, der der Höchste an der Regierung ist in dem Land, den gibt er einen Befehl. Weil in Offenbarung 17, Vers 2 wird ganz deutlich gesagt, die Könige dieser Welt haben Unzucht mit der Hure von Babylon getrieben und die Völker dieser Welt sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. So, die Könige dieser Welt, auch die Kaiser, also der deutsche Kaiser, hat Unzucht getrieben mit der Hure von Babylon. Das heißt, er hat auf die abtrünnige Kirche gehört, die römisch-katholische, anstatt auf die wahre Kirche Jesu Christi und er nimmt von ihr auch die Befehle entgegen. Und Deutschland hat dann den Ersten Weltkrieg zum Ausbruch geholfen zu bringen und hat dort gekämpft über ganz Europa und hat im Zweiten Weltkrieg genau dasselbe gemacht. Und am Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Jesuiten sich gedacht, na, Deutschland hat jetzt das und das gemacht in Europa, das ist ja prima, aber jetzt müssen wir das weltweit machen. Und dafür brauchen wir nicht Deutschland, dafür brauchen wir eine größere Macht. Dafür brauchen wir ein größeres Land, dafür brauchen wir größere Ressourcen und dafür brauchen wir vor allen Dingen ein Land, dessen Bevölkerung wir wirklich strafen wollen für ihren Protestantismus. Wir nehmen die USA. Und deswegen schreibt der Autor hier, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die USA und der Vatikan ein gegenseitiges Bündnis geschlossen. Nämlich ein Bündnis, genauso wie Deutschland und der Papst das vor dem Ersten Weltkrieg taten, um zu sagen, von Amerika muss jetzt das Schwert der römisch-katholischen Kirche in der Welt werden. Das, was Deutschland in Europa werden musste, zum Ersten und Zweiten Weltkrieg, musste Amerika jetzt für die ganze Welt sein. Und jetzt habt ihr auch eine Antwort darauf, warum die Amerikaner in fast allen Ländern dieser Welt Militärbasen haben. Die Kampfbereitschaft ihrer gemeinsamen Politik und die Entschlossenheit Sowjetrusslands, den Kommunismus zu pflanzen, wo immer sie konnten, produzierte das, was als, zwischen Anführungszeichen, der Kalte Krieg bezeichnet wurde. Der Kalte Krieg, wir wollen auch da mal kurz drauf eingehen. Wir wissen inzwischen als studierte Christen, dass die Jesuiten hinter allen Kriegen der letzten Jahrhunderte stehen. Wir wissen aufgrund des Eides, den die Jesuiten leiten, dass sie auf beiden Seiten kämpfen. Wir wissen, dass die Jesuiten in der Welt die Welt als ein Theater beschauen. Und dann geben sie uns so einen Spruch von, die ganze Welt ist ein Theater. Und jeder hört das und sagt das und lacht damit und versteht überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Der Kalte Krieg war ein Theater von Anfang an, denn der Kommunismus, das, wenn man das nicht weiß, wenn man dieses Buch liest, Avro Manhattan geht da nicht drauf ein, wenn man dieses Buch liest ohne das Hintergrundwissen, dass die Jesuiten den Kommunismus gegründet haben, erst in den paraguanischen Reduktionen im 16. und 17. Jahrhundert und dann später mit der russischen Revolution, die in das Sowjetreich führte, 1917, mit dem Töten der Zarenfamilie, die noch einen anderen Hintergrund hatte, weil das war noch eine Rache, die die Jesuiten, die eine Rechnung begleichen, deswegen eine Rache nehmen, die sie damit noch offen hatten. Das hat damit zu tun, dass der russische Zar die Amerikaner im Bürgerkrieg unterstützt hat, und zwar den Norden und nicht den Süden, weil der Süden wurde unterstützt von den Jesuiten. Da, wieder eine andere Geschichte, aber so seht ihr, wie alles im Grunde zusammenhängt. Der Autor Avro Manhattan erzählt euch nicht, dass die Jesuiten hinter dem Kommunismus stehen. Der erzählt euch nicht, dass Lenin ein jesuitengeschulter und jesuitenkontrollierter Politiker war. Der erzählt euch nicht, dass Stalin ein Jesuitenpriester war, ausgebildet in Georgien, ja, in Georgien hier in Europa, in Tiflis an der Jesuitenschule, da mehrere Jahre studiert hat und Jesuitenpriester war. Das erzählt euch Avro Manhattan nicht. Avro Manhattan erzählt euch die Zusammenhänge nicht. Die müsst ihr aus anderen Kreisen haben. Die müsst ihr aus eurem eigenen Verstand zusammennehmen, weil ihr eben das ganze Geschehen studiert und weil ihr, wenn ihr dann Abstand nehmt, auf einmal die Puzzlestücke sich zusammenformen und ihr ein ganz großes, interessantes Bild seht. Der Kalte Krieg war ein Theater vom ersten bis zum letzten Tag. Das war nur, um bestimmte Leute darin aufzureiben und mehr oder weniger zu vernichten.
Max, bist du noch da oder bist du wieder irgendwie weggefallen? Nur mal eben fragen zwischendurch. Ich bin noch da, ja. Ah, okay, prima. Nicht, ja, nicht, dass du wegfällst oder sowas. Nee, ich habe auch nicht so die, ich muss ganz ehrlich sagen, so die historischen Hintergründe vom Kalten Krieg, die sind mir jetzt nicht so geläufig. Deshalb, ja. Dann lernst du auch mal ein bisschen heute was, ne? Genau. Ja. Hast du die Aufnahme über Skype wieder gestartet übrigens, die ja Ja, die abgebrochen war? bleibt, Okay, ja. prima. Gut. Also, um es nochmal eben ganz deutlich eben zu sagen, die Jesuiten haben den Kommunismus in der Sowjetunion aufgerichtet und haben dafür gesorgt, dass die Sowjetunion kommunistisch wird und damit auch atheistisch wird, weil die Sowjetunion, der Russland ist ja ein orthodoxes Land. Die orthodoxe Kirche, die russisch-orthodoxe oder die ostorthodoxe Kirche, ja, griechisch-orthodox, serbisch-orthodox, russisch-orthodox, ist ein Feind der römisch-katholischen Kirche. Weil sich die ostorthodoxe Kirche von Rom abgetrennt hat, weil sie nicht den ultramontanen autoritären Führungsanspruch des Papstes akzeptiert. Deswegen haben die sich in 1054 geteilt. Und diese Kirche entweder unter Rom zurückzubringen oder zu vernichten, ist das ist eins der Ziele der römisch-katholischen Kirche. Und wie wir gelernt haben, in dem Buch Die Himmelskönigin ja auch eine Botschaft der Maria damals in Fatima, die gesagt hat, Russland muss befreit werden, Russland muss zurück zur Kirche kommen. Ja? Also der Kalte Krieg ist A, niemals kalt gewesen, sondern ist einfach ein religiöser Krieg gewesen. Nur es hat nie eine wirkliche Front gegeben. Dafür wurden viele Scheinkriege gehalten, unter anderem der Koreakrieg, der Vietnamkrieg und noch so viele andere, bis gehend zum Afghanistankrieg, der dann ja später ausgeblutet ist in den Krieg gegen den Terrorismus und so weiter und so weiter und so weiter im heute 21. Jahrhundert. Also, wenn man wahre Geschichte kennt, dann braucht man keinen Fernseher mehr und dann braucht man keine Hollywood-Spielfilme mehr. Was sich dann in eurem Kopf abspielt, ist viel interessanter als alles, was euch Hollywood jemals präsentieren könnte. Das, was als Kalter Krieg bezeichnet wurde, war eine Kampfbereitschaft und eine Entschlossenheit Sowjetrusslands. So wird uns das hier verkauft. Ja, natürlich, die hatten ihren Standpunkt und die standen dann gegen den sogenannten Westen. Und das war dann ohne eine heiße Schusskriegsfront, wie man das aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg kennt, eben deswegen der Kalte Krieg. Der Kalte Krieg wurde in vielen Bereichen als vorbereitender Schritt zu einem heißen Krieg angesehen. Und in die Phase sind wir heute, 2020, am Gehen. Der in diesem Fall nur eins bedeutete: den Ausbruch des Dritten Weltkriegs. Und genau in der Phase sind wir jetzt. Ja? Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, von Jörg, was erzählst du denn da? Wir haben doch Corona, das ist doch eine ganz andere Sache, wir haben doch gar keinen Krieg. Corona ist nichts weiter als der Krieg des Teufels gegen den Menschen. Und wer sich von dem seinen Lügen einfangen lässt, der hat schon verloren. Nun, der Autor fährt fort und sagt, dies war keine Spekulation oder Fantasie, sondern eine Erwartung, die auf konkreten militärischen und politischen Faktoren beruhte. Und wir wissen, dass die politischen Faktoren immer eine geistige Ursache haben, nämlich die geistige Macht, die spirituelle vatikanische Macht, die dahinter steht. Die USA und der Vatikan wurden aktiv, jeder auf seinem Gebiet, um sich auf den Tag vorzubereiten. Während die USA mit militärischen Vorbereitungen zu tun hatte, beschäftigte sich der Vatikan mit den religiösen Vorbereitungen. Dies bedeutete die Mobilisierung des religiösen Glaubens und noch gefährlicher, die Förderung des religiösen Pathos, also Leiden für den Glauben in diesem Falle. Leiden. Der Vatikan ist ein beeindruckendes diplomatisches und ideologisches Zentrum, weil es über die religiöse Maschinerie der Kirche verfügt. Ja, man darf nie vergessen, der Vatikan, wenn wir vom Vatikan sprechen, sprechen wir vom Staat. Der Vatikan ist ein Königreich. Das kleinste Königreich auf dieser Erde, ich glaube 98 Hektar groß oder sowas in der Richtung, also nicht mehr als ein Kuhschiss im Vergleich zum Rest der Welt, aber ja, das kleine Horn, das alle anderen Hörner kontrolliert. Der Vatikan ist ein Staat und ein Königreich. In diesem Staat und Königreich ist die Kirche, die römisch-katholische Kirche gesessen und der Chef der römisch-katholischen Kirche,
der oberste Bischof, der Bischof aller Bischöfe oder der universale Bischof, der Papst, ist gleichzeitig auch der König des Vatikanstaates. Eine Verbindung zwischen Staat und Kirche. Wobei normalerweise Kirche und Staat getrennt sein sollten. Im Vatikan ist das nicht so. Deswegen ist der Vatikan ein beeindruckendes diplomatisches und ideologisches Zentrum, weil es über die religiöse Maschinerie der Kirche verfügt. Wenn ihr mal das Buch lest oder die Gelegenheit habt, Tom Fress Lesung zu hören von dem Buch The Global Vatican von Francis Rooney, dann kann ich euch nur anraten, tut euch das mal an. Da werdet ihr erfahren, dass nicht nur während, aber hauptsächlich eben auch während des Zweiten Weltkriegs und danach natürlich im Vatikan alle Staaten eine diplomatische Vertretung haben. Was glaubt ihr denn, was die Diplomaten von kriegführenden Parteien da gemeinsam machen? Dass die sich da gegenseitig die Köpfe einschlagen? Die gehen abends zusammen essen und trinken. Ja? Und lassen die Leute den Krieg ausführen. Der Vatikan ist das beeindruckendste diplomatische und ideologische Zentrum, das man sich weltweit überhaupt noch vorstellen kann. Und wer da ein klein wenig Einblick in bekommen möchte, muss die Lesung anschauen von Tom Fress, The Global Vatican. Gibt es nur auf Englisch, kann ich deutschsprachigen ehrlich sagen, habt ihr Pech gehabt. Wenn ihr euch die Mühe nicht macht, andere Sprachen zu erlernen, dann werdet ihr immer bestimmte Löcher in eurem Wissen haben. Vielleicht gibt es mal jemanden, der das Buch von Francis Rooney ins Deutsche übersetzen wird. Das Problem ist nur, wenn man nur das Buch übersetzt, dann lernt man da gar nichts draus, weil das ist ein Buch von einem Malteserritter geschrieben, pur katholisch geschrieben. Und wenn man nicht das biblische Wissen hat und wenn man kein Geschichtswissen dahinter hat, dann wird man verleitet, dieses Buch zu lesen und dann auch noch zu glauben, dass das richtig und gut ist, was der Francis Rooney darin schreibt. Tom Fress hat, wie gesagt, 99 Lesungen gehabt von jeweils 50 Minuten ungefähr, um dieses Buch auseinanderzunehmen, wirklich zu zerpflücken. Ja? Und das ist, wenn man Englisch kann, absolut empfehlenswert. Ich möchte mal eben euch ein Bild zeigen von dem Buch. Global Vatican. Ich habe da das Cover von, das, ja, der sucht und sucht und sucht hier, dann macht er nichts auf. Das hier ist das, ja. Das ist auf meinem BitChute-Kanal, da findet man das. Und das Buch selber kann man sogar als PDF gratis runterladen. Ihr müsst es nicht mehr kaufen, kostet ein paar Euronen sonst. Ich habe es auch hier, glaube ich, ausgedruckt liegen, eine ausgedruckte Version. Aber das sollte man gelesen haben. Und wenn ihr solche Bücher lest, wie Vietnam, warum sind wir gegangen? Und dann in Englisch halt The Global Vatican. Und ihr seid in der Lage, die Verbindungen, die Verknüpfungen zu machen. Dann bekommt ihr ein Wissen, das ist unglaublich. Also Francis Rooney, der das Buch hier geschrieben hat, da steht hier Ambassador, ja, also das war Botschafter. Francis Rooney war Botschafter am Heiligen Stuhl zwischen 2005 und 2008. Gerade in der Zeit, als Johannes Paul II. Ablebte und unser deutscher Papst damals da, der, wie hieß er wieder, Benedikt XVI., Ratzinger, übernommen hat, da war er neu angesetzter Botschafter unter George W. Bush. Und was da alles drin steht, wie gesagt, das ist sehr, sehr interessant. Und dass eben der Vatikan ein beeindruckendes und diplomatisches, ideologisches Zentrum ist, das kommt in keinem anderen Buch besser rausgestellt dran als in diesem Buch The Global Vatican. Und das kann man sich übrigens auch sehr gut, nur um ein Beispiel mal zu nennen, weil ich da vor ein paar Tagen drüber gestolpert bin, auch jedes Jahr, nee, nicht jedes Jahr, alle 4 Jahre immer wunderbar ansehen vor diesem Kasperle-Theater der USA-Wahl. Alfred E. Smith-Denner, ja. Ja, genau. Da sieht man dann ganz genau, ja, zwischen welcher Persönlichkeit da immer die Kandidaten dann sitzen. Und ja, da könnte man dann schon mal drüber nachsinnen, ja, auf was dieser Satz jetzt hier zum Beispiel anspielt. Und da wird es dann, denke ich mal, doch auch ganz deutlich, ja, was damit gemeint ist hier mit der religiösen Maschinerie hinter der diplomatischen und ideologischen Macht des Vatikan. Ja. Aber genau eben diese religiöse Maschinerie, das ist ja genau das, weshalb wir da heute reingehen. Das ist ja genau das, was dieses Buch verbindet mit dem Buch Die Himmelskönigin. Alle, eine für alle, alle für eine. Ja? Wenn wir diese Verbindung hier nicht hätten,
dass der Vatikan ein beeindruckendes diplomatisches und ideologisches Zentrum ist, weil es über die religiöse Maschinerie der Kirche verfügt. Die religiöse Maschinerie der Kirche haben wir ja in diesem Buch erklärt. Und das ist der Grund, weshalb die beiden Dinge so unzertrennlich, möchte ich fast sagen, zusammengehören. Und weshalb es so wunderbar ist, dass wir jetzt dieses Buch im Anschluss lesen, oder zumindest die paar Kapitel hier. Während des Kalten Krieges, fährt der Autor fort, benutzte er einen solchen Mechanismus mit einer derartigen Fähigkeit, die von keiner anderen Kirche erreicht wurde. Also der Vatikan, ne? Der Vatikan benutzte den Mechanismus des diplomatischen und ideologischen Zentrums seines Staates mit der religiösen Maschinerie der Kirche zu verbinden, wie keine andere Kirche erreicht wurde. Papst Pius XII., Hitlers Papst, den wir von hinter den Diktatoren zur Genüge kennen, ja? Papst Pius XII. Glaubte fest an die Unvermeidlichkeit und tatsächlich an die Notwendigkeit des Dritten Weltkrieges. Zu diesem Zweck arbeitete er ununterbrochen auf der diplomatischen Ebene, hauptsächlich mit den USA selbst, in Zusammenarbeit mit der mächtigen katholischen Lobby in Washington, D.C. Die mächtige katholische Lobby in Washington, D.C. Jetzt könnt ihr sagen, ja, der Autor schreibt das hier, aber Washington, Amerika ist protestantisch, da ist doch nichts katholische Lobby in Washington, da habe ich noch nie von gehört. Bitte lest das allererste Kapitel des Buches Herrscher des Bösen, das Viktor komplett ins Deutsche auf eine wunderbare Qualität übersetzt. Das muss man dem Mann ja lassen. Wenn der so eine Übersetzung anpackt, das ist wirklich, sucht seinesgleichen. Ja? Sehr professionell gemacht, super gut gemacht, Herrscher des Bösen. Ihr müsst nur das erste Kapitel lesen. Ihr müsst gar nicht mehr lesen. Lest nur das erste Kapitel aus Herrscher des Bösen. Und ihr versteht, was die mächtige katholische Lobby in Washington D.C. ist. Obwohl wir die Intrigen dieses Gremiums an anderer Stelle erwähnt haben, und Avroman hätten das auch in anderen Büchern noch erwähnt, ist es möglicherweise nicht verkehrt, unsere Aufmerksamkeit auf diejenigen mit religiösem Charakter zu richten, die Antichrist, füge ich da mal zu, Antichrist Pius XII. Und bestimmte amerikanische Politiker im rein religiösen Bereich mit dem klaren Ziel der Vorbereitung auf den Dritten Weltkrieg durchgeführt haben. Dies war möglich, weil es Antichrist Pius XII. Inzwischen gelungen war, Millionen von Katholiken, sowohl in Europa als auch in den USA, dazu zu bringen, die Unvermeidlichkeit eines solchen Krieges zu akzeptieren. Fast so wie ein vom Himmel inspirierter Kreuzzug. Er begründete dies mit der Annahme, dass die Jungfrau Maria selbst seine Verbündete geworden war. Da der Vatikan während der vietnamesischen Tragödie die religiösen Gefühle von unserer lieben Frau von Fatima für politische Ziele nutzte, müssen wir einen Blick auf den Hintergrund dieser Vergötzung werfen. Und mit diesem Satz, meine lieben Brüder und Schwestern, begreift ihr, warum ich sehr froh bin, dass Schwester Renate sich dieses Buches angenommen hat und diese paar Kapitel ins Deutsche übersetzt hat. Dieser Satz ist genau meine Motivation gewesen, um zu sagen, das möchte ich im Anschluss an Eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels gerne lesen. Da der Vatikan während der vietnamesischen Tragödie die religiösen Gefühle von unserer lieben Frau von Fatima für politische Ziele nutzte, müssen wir einen Blick auf den Hintergrund dieser Vergötzung werfen. Und damit fahren wir jetzt auch fort. Unsere liebe Frau von Fatima war im schicksalhaften Jahr 1917 erstmals drei analphabetischen Kindern in Fatima erschienen, einem trostlosen Ort in Portugal. In dem Jahr, das auch als das Jahr der russischen Revolution angesehen wurde. Wir erinnern uns, 1917 gab es die Oktoberrevolution, gab es die Ermordung der Zarenfamilie, der, wie hießen die noch, da weißt du den Namen noch? Ich komme da im Augenblick nicht drauf. Kann dann Max ja vielleicht mal eben nachschauen und dann gleich nochmal sagen. Da gab es, glaube ich, eine, die anscheinend als Überlebende davon noch gegalten hat, wenn die da überlebt hat. Wir gehen mal kurz in die Beschreibung dieses Bildes rein.
Papst Pius XII, oder besser gesagt Antichrist Papst Pius XII, der zwischen 1939 und 1958 Papst war und in der Zeit davor zwischen 1929 und 1939 Außenminister und Staatssekretär des Papstes war und in der Zeit davor von 1915, glaube ich, oder 1913 sogar, glaube ich, an, bis 1929 in Deutschland Nunzio war, also der höchste katholische Vertreter, der höchste vatikanische katholische Vertreter in Deutschland, ja, dieser Antichrist war ein brillanter Diplomat, ein schlauer Politiker und ein religiöser Kreuzritter. Diese Eigenschaften machten ihn zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Er verwandelte die katholische Kirche in ein globales politisches Instrument. Er half, mehr als jeder andere außerhalb Deutschlands, Hitler an die Macht zu kommen. Seine Lieblingsbesessenheit war der Kommunismus und er wurde der Hauptinitiator des Kalten Krieges. Er war der religiöse Dreh- und Angelpunkt des katholischen Kreuzzugs gegen den Kommunismus. Diese zwei Sätze, die ich gerade eben hier gelesen habe, sind natürlich so wichtig, um jetzt im Lichte der jesuitischen Politik zu verstehen. Seine Lieblingsbesessenheit war der Kommunismus und er wurde Hauptinitiator des Kalten Krieges. Wie muss man das verstehen, was hier steht? Wie gesagt, Avro Manhattan erzählt uns in solchen Dingen nicht die ganze Wahrheit. Ist ja auch logisch, er ist ja selbst ein Malteserritter. Das sind Dinge, die kann er einfach nicht sagen, auch wenn er sie sagen will. Das geht einfach nicht. Aber was wir als studierte Geschichtsstudenten und Bibelstudenten vor allen Dingen wissen, ist, dass Papst Pius XII. Es eine Wichtigkeit war, um den Kommunismus gegen den Westen, gegen den sogenannten Kapitalismus gegeneinander aufzureiben. Und wie das so ist, wenn du zwei Hände aneinander reibst, dann geht dazwischen etwas kaputt. Und wenn du zwei Mächte gegeneinander reibst, dann wird da etwas kaputt gerieben dazwischen. Da geht vor allen Dingen der Protestantismus kaputt, da geht der Ökumenismus in großen Schritten vorwärts, ja. Da geht vor allen Dingen die Wahrheit kaputt. Ja? Wenn ich den Kommunismus und den Kalten und den Kapitalismus gegeneinander sich ausspielen lasse, wenn ich die zwei gegeneinander aufhetze, dann vernichten sich meine Feinde untereinander. Weil sowohl der Kommunismus als der Kapitalismus sind Feinde des Papstes, sind Feinde des Teufels. Menschen sind Feinde des Teufels. Und solange er Menschen auf der einen Seite gebrauchen kann, um gegen Menschen auf der anderen Seite vorzugehen, ist der Teufel der Gewinner. Und wenn ich das nicht verstanden habe, dann spiele ich in diesem Theater, in dieser Welt immer auf irgendeiner Seite mit. Und der Teufel reibt sich in der Zwischenzeit die Hände. Kardinal Spellman als sein Sprecher in den USA. Kardinal Spellman ist der höchste religiöse, römisch-katholische Vertreter in den USA. Er wurde auch der amerikanische Papst genannt und wir lernen den in diesem Buch sehr, sehr gut kennen. Kardinal Spellman als sein Sprecher in den USA, also Sprecher von Papst Pius XII., hat die amerikanischen Politiker und die öffentliche Meinung stark beeinflusst und die antirussische Politik des Außenministers John Foster Dulles fast mystisch interpretiert. John Foster Dulles war ein Jesuit. Durch Spellman versuchte Pius XII. Das US-Militär zu steuern, das zu Beginn des Vietnamkrieges Atomwaffen einsetzen wollte. Das habe ich auch erst während dieses Buchs gelesen, dass wir während des Vietnamkrieges ein paar Mal wirklich an der Stelle eines Atomkrieges standen. Und zwar deswegen, weil der Papst das wollte. Es wird sehr interessant. Das kann ich euch sagen. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser nehmen. Wenn wir wissen, dass John Foster Dulles ein Jesuit war, dann müssen wir natürlich auch wissen, dass dieselben Jesuiten auf der anderen Seite, nämlich im Kommunismus, auch an der Macht waren. Und dann sehen wir genau das erfüllt, was im Eid der Jesuiten geschrieben steht. Ich werde gegen die andere Seite kämpfen, auch wenn mein Bruder im Verborgenen, wenn der Gegenspieler auf der anderen Seite im Verborgenen mein Bruder ist, auch ein Jesuit, dann werde ich doch öffentlich gegen ihn kämpfen. Ja? Ich kriege jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr zusammen, aber den Eid der Jesuiten habe ich ja in seiner Vollständigkeit verschiedene Male gelesen.
Unter anderem während des Buches Herrscher des Bösen. Das könnt ihr euch dann ja gerne mal angucken. Aber jetzt fährt der Autor beinahe fort, weil es kommt noch ein Satz. Durch Spellman versuchte Pius XII. Das US-Militär zu steuern, das zu Beginn des Vietnamkriegs Atomwaffen einsetzen wollte. Diesen Satz darf man überhaupt nicht mal so eben ganz für sich alleine stehen lassen. Da muss ich einen Kommentar drüber geben. Es tut mir leid. Wir kommen wirklich nicht besonders weit heute in der Lesung, aber es tut mir wirklich ganz furchtbar leid. Dieser Satz ist so unglaublich wichtig. Viele Leute sagen, die römisch-katholische Kirche, der Vatikan, ein kleiner Staat, kleines Land, der Papst ist überhaupt nicht wichtig, ganz arme Kirche, alles drum und dran, die haben überhaupt keine Macht. Die haben überhaupt kein Militär. Och, die haben da die Schweizer Garde, die den Papst bewacht, aber sonst, die haben doch überhaupt keine militärische Macht. Nein, das ist richtig. Das Papsttum braucht auch kein eigenes Militär. Wenn es, wie hier in diesem Fall, das Militär der Vereinigten Staaten von Amerika für seine Zwecke gebrauchen kann auf der einen Seite und wenn es das Militär von Sowjetrussland auf der anderen Seite für seine Zwecke genauso gebrauchen kann und wenn ich dann die beiden Militärmächte gegeneinander ausspiele oder gegeneinander klatschen lasse im Krieg oder das in Stellvertreterkriegen tue, wie zum Beispiel Vietnam ein solcher Stellvertreterkrieg war, wo der Süden finanziert wurde von Frankreich und Amerika und der Norden finanziert wurde von China und UdSSR. Da kommen wir noch drauf zu. Ich brauche kein eigenes Militär, wenn ich die Militärinstitutionen aller Länder dieser Welt kontrolliere. Und das ist genau das, was in diesem Satz steht. Streicht das Wort versuchte. Cardinal Spellman wurde durch Pius XII. Dazu angesetzt, das Militär der Vereinigten Staaten von Amerika zu steuern, die zu Beginn des Vietnamkrieges Atomwaffen einsetzen wollten. Okay, das haben sie nicht gemacht. Aber durch Cardinal Spellman in Amerika hat Pius XII. Das US-Militär gesteuert. Und durch andere Personen in anderen Ländern hat er das in Russland oder in der Sowjetunion getan und in anderen Ländern getan. Überall, wo das Militär auszieht, um irgendeinen Krieg zu gehen, tut es das nur, weil es den Befehl hat vom Vatikan. Weil es den Befehl hat vom Papst. Weil es den Befehl hat von demjenigen, von dem Martin Luther, unser großer deutscher Reformator, mal gesagt hat, dass der Papst ein vermummter und leibhaftiger Teufel ist, weil er der Antichrist ist. Ja, ich wollte gerade sagen, also wer hinter dieser Handschrift nicht den Satan erkennt, ja, ich glaube, jeder mit ein bisschen Bibelverständnis sieht sofort, ja, welcher Geist da wirklich am Wirken ist. Denn ja, was wissen wir aus der Bibel, dass Satan die Menschheit hasst von Anfang an? Und was gibt es da Besseres, als Nation gegeneinander aufzuhetzen und so viele wie möglich davon umkommen zu lassen und am Ende dann trotzdem als Sieger dazustehen? Also ich denke, da ist es schon ganz deutlich, wer hier dieser Pius eigentlich war und in welchem Auftrag er auf dieser Welt war. Eugenio Pacelli, ja. Und ja. Eugenio Pacelli hatte auch eine ganz interessante Familie hinter sich mit Brüdern und mit Neffen und was weiß ich nicht. Die saßen überall. Die saßen in der Vatikanbank, die saßen im Außenministerium des Vatikan und so weiter und so weiter. Also die Päpste haben auch immer ihre Familie damit eingebracht natürlich. Das ist immer ein und dieselbe Sippschaft, lass uns mal eben sagen. Aber persönlich finde ich, ich denke, da stimmst du mir mit überein, nicht, Max, dass dieser Satz, durch Spellman versuchte Pius XII. Das US-Militär zu steuern, das zu Beginn des Vietnamkrieges Atomwaffen einsetzen wollte. Er hat es nicht nur versucht, ja. Ja, er, nicht nur, dass er es nicht nur versucht hat, sondern der Punkt ist ganz einfach, dass durch diesen Satz deutlich wird, dass der Papst, ob das jetzt Pius XII. Ist oder Benedikt XVI. Oder Franziskus heute, dass der Papst durch seine Mittelmänner in den Ländern, Spellman, der höchste katholische Vertreter in den Vereinigten Staaten von Amerika, dadurch das Militär der Länder steuert.
Und nicht nur das Militär, sondern auch die Politik. Das ist das Wichtige, was ich aus diesem Satz herausziehen möchte, dass wir das verstehen. Das ist, ich meine, wir können das sagen aufgrund unseres geschichtlichen und unseren Bibelverständnisses, aber selbst der Autor Avraham Manhattan sagt uns das hier durch die Blume. Er sagt es nicht direkt, in direkten Worten. Er fügt noch das Wort Versuchen ein. Und er mildert das ein bisschen ab, durch zu sagen, von ja, die wollten Atomwaffen einsetzen. Das US-Militär will nur dann Atomwaffen einsetzen und kann nur dann Atomwaffen einsetzen, wenn der Papst das erlaubt. Wenn der Papst das sagt. Ja? Das wollen wir eben ganz deutlich darstellen. Was uns Avraham Manhattan hier durch die Blume sagt, heißt im Grunde ganz unverblümt, der Papst gebraucht seinen Stellvertreter in dem dementsprechenden Land, um durch den Stellvertreter das Militär des Landes zu steuern. Das steht da. In anderen Worten. Ja, und da braucht man sich ja nur überlegen, wo der Papst noch überall seine Kardinäle sitzen hat, die ebenso das Militär steuern, und dann weiß man ja eigentlich schon Bescheid. Ne? Amerika ist nur ein Beispiel, ne? Ja. Und man darf auch nie vergessen, dass der Vatikan als solches, der Jesuitenorden, ein rein militärischer Kirchenorden ist. Ja? Also was da zum Beispiel dann auch wieder deutlich wird durch diese Hierarchie, die wir jetzt hier gerade in diesem Satz eben auch zwar nicht deutlich, aber schon auch mitbekommen. Was ich ja zu Anfang bereits sagte, die Jesuiten wurden gegründet aufgrund der päpstlichen Bulle Regimini Militantis Ecclesiae, das heißt die Kirche im Krieg. Ihre Erscheinung, fährt der Autor fort, war von einem etwas seltsamen Wunder begleitet worden. Zitat: Die Sonne wurde blass. Dreimal drehte sie sich schnell um sich selbst, wie ein Katharinenrad. Am Ende dieses krampfhaften Geschehens schien sie aus seiner Umlaufbahn zu springen und in einem Zickzackkurs auf die Menschen zuzukommen, anzuhalten und wieder in seine normale Position zurückzudrehen. Ja, wir sprechen also jetzt hier vom Wunder der Sonne in der Erscheinung 1917 in Portugal vor den drei Bauernmädchen, nenne ich sie mal. Ja, das waren sehr einfältige, arme, junge Mädchen. Die sind natürlich sehr leicht zu beeinflussen. Man denke an, wen die Schlange im Garten beeinflusst hat. Ja, hat Gott wirklich gesagt? Fragte er Eva. Ja? Diese wurde von einer großen Menschenmenge in der Nähe der Kinder gesehen und dauerte 12 Minuten. Das ist eine Beschreibung des Jesuitenvaters, ja? Autorisiert von einem Erzbischof. Also ist ein Jesuitenvater, der euch das erzählt. Nun, ich sage nicht, dass hier nicht große Menschenmenge, eventuell Tausende von Menschen oder Hunderte von Menschen, diese tanzende Sonne, dass sie die nicht gesehen haben, das sage ich nicht. Nur was sie gesehen haben, war eine Vorführung eines Teufels, eines Dämonen oder von verschiedenen Dämonen, weil auf dem Rest der Welt hat die Sonne nicht getanzt. Und ihr wisst, die Sonne sieht man überall zugleich, also zumindest auf der nördlichen Hälfte oder auf der südlichen Hälfte, oder ich will jetzt keine Diskussion, ob eine runde Erde oder eine flache Erde, aber wir wissen, wenn ich hier in Belgien die Sonne sehe, dann sieht Max in Deutschland ein paar hundert Kilometer weiter östlich sie mehr oder weniger an derselben Stelle zur selben Zeit. Ja, ich denke, da braucht man wirklich keine Diskussionen lostreten. Ganz einfach, die Erde ist keine Kugel, das stützt auch die Bibel, die sagt, spricht vom Erdkreis. Nichtsdestotrotz sieht man ja die Sonne auch als Lichtpunkt im Himmel von mehreren tausend Kilometern aus verschiedene Himmelsrichtungen gesehen. Ne? So, und dementsprechend wären das da also schon mindestens, ja, ich weiß nicht, ich müsste mal nicht schätzen, aber schon mehrere hunderttausend Menschen. Ne? Oder Millionen sogar, die das hätten sehen wenn müssen, ich das, wenn das ja, in Portugal genau passiert. Ne? Aber es waren nur Leute, die da in der Nähe, in der Gegend versammelt waren. Ne? Von daher. Aber wir haben nachher noch andere dieser Bewegungen. Papst Pius XII. Hat ja auch noch seine persönliche Erfahrung damit. Aber lesen wir mal eben weiter. Dies wurde von einer großen Menschenmenge in der Nähe der Kinder gesehen und dauerte 12 Minuten. Das ist die Beschreibung eines Jesuitenvaters. Wir wissen doch, wofür die Jesuiten stehen. Lüge! Betrug, Hinterhältigkeit, Verfälschung, Mord, Totschlag. Da stehen die Jesuiten für. Glaubt ihr dem vielleicht? Und dann wurde es noch autorisiert von einem Erzbischof in Dublin. Die Tatsache,
dass die anderen 2000 Millionen Menschen, also ungefähr lebten zu der Zeit ungefähr 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, nie bemerkt haben, dass die Sonne sich drehte und aus ihrer Umlaufbahn sprang, hat die katholische Kirche nicht im geringsten gestört. Das ist genau der Punkt, den Max und ich hier gerade gemacht haben. Ja? 2000 Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben das nie bemerkt, dass die Sonne sich drehte und aus ihrer Umlaufbahn sprang. Dass das niemand anders bemerkt hat, stört die Kirche auch nicht. Die sagen von, da ist das passiert und da müsst ihr euch mit zufrieden geben, weil wir sagen das und wir sind unfehlbar. Sempere Adem, unveränderlich. Und wir haben ein Oberhaupt, das ist unfehlbar. Nach dem Ersten Vatikanischen Konzil von 1870 wurde die Unfehlbarkeit des Papstes erklärt. Im Gegenteil, fährt der Autor fort, den katholischen Massen wurde gesagt, sie sollten glauben, dass die Sonne sich beim Erscheinen der Jungfrau Maria wirklich auf einem Zickzackkurs bewegt habe, um die Echtheit ihrer Anwesenheit und natürlich die Echtheit ihrer Botschaften zu beweisen. Sie sollten glauben. Die Botschaften der Jungfrau gab es, um den Papst zu veranlassen, Zitat, die Weihe der Welt an ihr unbeflecktes Herz herbeizuführen, gefolgt von, Zitat, der Weihe Russlands, Ende Zitat. Russland wird konvertiert. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, sagte die Himmelskönigin hier voraus. Wenn der Heilige Vater, also der Papst, der Stellvertreter des Teufels hier auf Erden, der Maria, der Himmelskönigin, Russland weihen wird, dann muss also die Kirche, die dort bis jetzt in Russland herrscht, überworfen werden. Dann müssen die Herrscher dort überworfen werden, sowohl die politischen als auch die religiösen Herrscher. Das ist bis heute immer noch nicht passiert. Mit dem Ökumenismus Mitte der 60er Jahre wurde ein großer Schritt in die richtige Richtung getan. Heute nennt der Papst den Patriarchen der orthodoxen russischen Kirche Ersten unter Gleichen oder Ersten unter Brüdern. Ersten unter Gleichen, denke ich, ist sogar die Ausdrücke. First among equals ist die englische Aussprache, also Erster unter Gleichen. Wenn alle gleich sind, wie kann es dann einen Ersten geben? Aber das ist wieder jesuitische Kasuistik und Sophistik. Aber wir wissen, worauf das hinausläuft. Und schaut euch doch in der Welt heute um. Wie oft wird nicht Russland immer als der böse Staat dargestellt? Die Achse des Bösen. Und auch heutzutage, da gab es vor ein paar Jahren diese Aufstände und Kriege in der Ukraine. Und jetzt gibt es das in Weißrussland. Und jetzt gibt es Armenien. Und was eh nicht alles noch kommt und sowas. Und immer, und natürlich Syrien. Ne? Und immer hat Russland seine bösen Finger im Spiel. Russland muss fallen, die orthodoxe Kirche muss fallen, alles muss der Maria geweiht werden. Aber pass auf, es wird noch viel besser. Dieses Buch bringt Dinge mit raus, da fallen euch die Augen aus den Garkassen, ich schwör's euch, echt wahr. Aber sie warnte, die Himmelskönigin, sollte dies nicht erreicht werden, Zitat, ihre russischen Fehler werden sich auf der ganzen Welt ausbreiten und Kriege und Verfolgung verursachen. Jetzt lasst uns doch mal eben bei diesem Satz stehen bleiben, heute in 2020. Welche sind denn die russischen Fehler, die die Himmelskönigin hier anspricht? Kommunismus, nicht wahr? Jetzt schauen wir uns doch einmal an, was der Papst denn die abgelaufenen Jahre lernt. Der Papst hat ein Enzyklikal rausgebracht, vor einigen Jahren, ich meine es war 2008, das Enzyklikal trägt den Namen, und ich zeige es euch hier direkt im Bild, weil mein Computer langsam mal aufwacht hier, das heißt Caritas in Veritate, Charity in Truth. Ja? Um das jetzt mal eben zu übersetzen, Charity, das englische Wort Charity wird ins Deutsche aus der Bibel oftmals übersetzt mit Nächstenliebe, ja, oder Liebe in Wahrheit. Das heißt Caritas in Veritate. Ihr kennt das ja auch von der Caritas, diese Gesellschaft in Deutschland, da gibt es doch auch, ne? Caritas, heißt das doch in Deutschland da, ne? Dieser Verein? Ja,
Caritas in Veritate, ja. Nee, in Veritate heißt das Bild hier, aber in Caritas heißt dieser Verein in Deutschland. Ja, Caritas dann, hier wie Malteser oder Johanniter. Genau, so ein gemeinnütziger Verein, die angeblich dafür da sind, um Gutes zu tun, was sie einem so verkaufen wollen, was sie als Gutes verkaufen zumindest. Ja. Das ist Caritas, also das ist im Grunde Liebe oder Nächstenliebe, wenn man in der Bibel nachschaut. Liebe in Wahrheit. Das ist, was der Papst hier predigt. Ja, das können wir ganz gut auf dem nächsten Bild sehen. Das ist nämlich hier ein Buch, was er geschrieben hat. Papst Benedikt XVI., den wir kennen als Kardinal Ratzinger, der 25 Jahre Vorsitzender war der Glaubenskongregation, mit anderen Worten der Abteilung der römisch-katholischen Kirche, die Inquisition ist, nur ein anderer Name davon. Ja? Und was heißt es hier in der Unterschrift? Confronting World Problems with Gospel Power. Also, wir gehen die Weltprobleme an mit der Kraft des Evangeliums. Das ist ja schön. Das klingt super, ne? Max, da unterschreiben wir doch sofort für, ne? Die Weltprobleme lösen mit der Kraft des Evangeliums. Aber sicher, aber dann bitte mit dem Evangelium des Friedens, mit dem Evangelium der Wahrheit, mit dem Evangelium von Jesus Christus und nicht mit dem Evangelium des Papstes aus Rom. Eine Nachricht, die eigentlich keine ist aus Rom, ja. Na, man muss es richtig verstehen. Weißt du, wenn du nur die Worte liest und sagst, natürlich bin ich für. Deswegen gehen die Leute dafür auf die Straße. Die Leute sind dafür. Die sagen, ja, aber wir wollen doch alle Frieden, wir wollen doch alle Liebe, wir wollen doch alle unseren Nachbarn umarmen. Mit 1,50 Meter Abstand und Maske auf natürlich im Augenblick. Ne? Aber verstehst du, was ich sagen will? Die Worte, die er gebraucht, sind so richtig, aber die Meinung dahinter, die Bedeutung dahinter ist eine ganz andere. Ich finde auch dazu, dass das Cover hier vom Buch echt richtig passend und vor allem dann auch Liebe in Wahrheit, weißt du, das ist halt, also besser deutlich machen kann man es eigentlich nicht, wenn man von Satan verkleidet als ein Engel des Lichts spricht, ne? Ich glaube, ja, treffender geht's gar nicht. Welche Liebe hat denn der Teufel für die Menschen? Ja, gute Frage, ne? Der Teufel kennt keine Liebe. Der Teufel kennt nur Hass und Mord und Lüge und Betrug. Das wird uns als Liebe verkauft. Aber warum ist denn die Welt so schlimm, wie sie ist? Nicht, weil sie vom Christentum geleitet wird, sondern weil sie vom Katholizismus geleitet wird. Und wenn der Papst hier ein Enzyklikal schreibt, ein dickes, wichtiges Papier. Das heißt, die Weltprobleme konfrontieren mit der Kraft des Evangeliums, dann sind das Worte, die, wenn sie biblisch gesprochen, absolut wunderbar sind und wunderbare Dinge meinen und bewirken können, die aber aus den Worten, aus dem Munde des Teufels, die absolute Zerstörung der Menschheit bedeuten. Und das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist genau das, worauf das hinabzielt, worauf das hier abzielt. Die russischen Fehler werden sich auf der ganzen Welt ausbreiten und Kriege und Verfolgung verursachen. Nun, ihr seht es vielleicht heute noch nicht im November 2020. Aber wo wir hingehen mit dieser augenblicklichen Viruskrise, das ist, dass wir in absehbarer Zeit eine Gesellschaft bekommen, die entweder dem Staat hörig ist und der Staat ist der Kirche hörig oder die dem nicht hörig ist. Und damit wird Zwiespalt gesät, damit wird Krieg gesät, damit wird Verfolgung verursacht. Genauso wie George W. Bush damals gesagt hat, wer nicht mit uns ist, der ist gegen uns oder wer nicht mit uns ist, der ist mit den Terroristen. Wenn du nicht für die Impfagenda der neuen Weltordnung bist, dann bist du für den Virus. Oh, jetzt wird's aber viel schlimm. Die russischen Fehler werden sich auf der ganzen Welt ausbreiten. Nun, es gibt in der römisch-katholischen Kirche zwei Lager. Das ist nicht jedem bewusst, weil nicht jeder beschäftigt sich da so intensiv mit. Aber es gibt zwei Lager in der römisch-katholischen Kirche. Das eine ist das rechte Lager. Und das andere ist das linke Lager. Das rechte Lager, das sind die ultramontanen, tridentinischen Katholiken. Und das linke Lager, das sind die ökumenischen, sozialistischen, kommunistischen Katholiken.
Das sind die, die seit Pius dem 12. an der Macht sind, mit Paul dem 6., mit Johannes dem 23., Paul dem 6., Johannes Paul dem 1., Johannes Paul dem 2., Benedikt dem 16. und jetzt Franziskus. Das sind die Päpste, die Antichristen, die eine kommunistische Linie fahren, die eine gemeinnützige Schiene fahren, um es mal so zu sagen, die tatsächlich dafür plädieren, auf dieser Welt ein gemeinsames Grundeinkommen einzuführen, das man aber nur kriegt unter bestimmten Voraussetzungen. Unter den Voraussetzungen, dass ich meinen persönlichen Besitz abschwöre, dann kriege ich vom Staat alles, was ich brauche. Wenn ich das nicht tue, dann erleide ich Verfolgung und Ausschluss. Hört meine Worte, ich nehme das heute mit Max auf, am 12. November 2020. Hört auf meine Worte, schaut euch das Video in einem Jahr an. Holt euch das Ganze ja vom Internet runter, weil vielleicht, wahrscheinlich ist es dann schon vom Internet verschwunden. Sorgt dafür, dass ihr das dann noch habt und hört, was ich euch heute sage. Und ich bin kein Prophet. Nee. Aber ich weiß, was in der Bibel geschrieben steht. Ich weiß, wo der Teufel hinaus will. Weil ich weiß, was in der Bibel geschrieben steht und ich weiß, was die Vergangenheit gebracht hat. Und wer die Vergangenheit kennt, der geht vorbereitet in die Zukunft. Und da sie uns in der Schule die Vergangenheit nicht richtig lernen, gehen wir alle unvorbereitet in die Zukunft. Wenn wir die Bibel nicht kennen und wenn wir unsere Geschichte nicht kennen, dann haben wir keine Ahnung, was morgen kommt. Wenn wir die Bibel kennen und wenn wir die Geschichte kennen, dann enthält die Zukunft für uns keine Überraschung, denn in der Bibel steht bereits geschrieben, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles war schon einmal da. Menschen, das ist ein Aufruf, den ich hier starte an euch. Lest das Papier Caritas in Veritate. Ihr könnt es in Deutsch auf der vatikanischen Webseite nachlesen. Das, was Benedikt der 16. hier damals geschrieben hat, in Caritas in Veritate, ist purer Kommunismus. Kommunismus ist das, was die Himmelskönigin hier meint mit die russischen Fehler. Und die werden sich auf die ganze Welt ausbreiten. Glaubt ihr denn im Ernst, 1990 ist der Kommunismus gefallen mit dem Fall der Berliner Mauer? Und die Deutschen schmeißen alle jubelnd die Hände in die Höhe. Ja, wir sind wieder ein Land und Russland ist weg und Sowjetunion ist weg und NATO, Halleluja, alles gut. Sie konnten uns in dem Kalten Krieg nicht kriegen und sie konnten uns ganz sicher nicht auf eine Art und Weise mit einem heißen Krieg kriegen, aber sie konnten uns ideologisch kriegen. Sie haben die Kirche so weit gebracht, oder besser gesagt, die Kirche spielt ihre Karte, weil die Kirche ist der Erfinder ihrer Karte. Die Kirche ist der Erfinder des Kommunismus und der Kommunismus will uns den Privatbesitz wegnehmen. Kennt ihr die 10 Gebote? Eines der Gebote lautet: Du sollst nicht stehlen. Ich kann aber nur stehlen, wenn es Privatbesitz gibt. Wenn aber alles dem Staat gehört und mir persönlich gehört nichts mehr, dann kann ich auch nicht mehr stehlen. Ich schaffe die Gebote ab. Oh, sie haben bereits das erste Gebot abgeschafft. Du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Du darfst heute alle möglichen Götzen anbeten. Du darfst Maria anbeten. Deswegen doch überhaupt an erster Stelle die Lesung dieses Buches. Du darfst Buddha anbieten, du darfst Mohammed anbeten. Pass auf, den Mohammed darfst du nicht mal beleidigen. Vor Jesus Christus, den kannst du im wahrsten Sinn des Wortes, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, den darfst du die Scheiße ziehen, wie du willst. Interessiert kein Schwein. Aber wehe, du sagst was gegen Mohammed. Oh. Und du darfst Buddha anbieten und du darfst alle möglichen anderen Götzen und sogenannte, zwischen Anführungszeichen, Götter, die nichts anderes als Götzen sind, anbieten. Ja? Idole aus Stein, aus Holz, aus anderen Materialien. Das darfst du alles tun. Du darfst den Namen des Gottes der Bibel durch den Dreck ziehen. Nicht in den 10 Geburten, aber in dieser Welt. Mach das nicht mit den Propheten des Islam. Du darfst dich nicht niederknien nach Götzenbildern, folgens der Bibel. Die ganze Welt tut nichts anderes. Du sollst dir kein Abbild machen von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder aus den Wassern unter der Erde. Du sollst sie nicht anbeten, du sollst dich nicht niederknien und du sollst ihnen nicht dienen. Die ganze Welt tut nichts anderes als das. Erinnere dich an den Sabbat zu halten. Wer hält dann heute noch den Sabbat? Und wenn es nicht der Samstag ist, wer hält dann überhaupt noch einen Ruhetag?
einen wirklichen Ruhetag, weil Sabbat heißt nicht irgendwo in die Kirche gehen und Bibel studieren. Sabbat heißt ruhen. Das ist ein Ruhetag. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ja? Ich sehe nicht viel Vater und Mutter ehren heutzutage. Die meisten Kinder werden sagen von, oh, Papa, kann ich mir dafür eine App runterladen auf meinem Smartphone? Dann würden sie es vielleicht verstehen. Du sollst nicht töten. Ja. Entschuldige, ja. Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht Begehren deines Nachbarn, Haus, Weib, Frau, die 10 Gebote. Alles das wird komplett aus der Welt geholt, wird komplett vernichtet durch die Agenda Caritas in Veritate und die weiterführende Agenda des Papsttums heute. Alles, was nächstes Jahr und das Jahr darauf in dieser Welt, im Fleisch, im Materiellen passiert, passiert nur, weil die römisch-katholische Kirche, die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, dies den Staaten auferlegt. Die geistige Macht steht über der weltlichen Macht. Die geistige Macht kontrolliert die weltliche Macht. Und wenn die weltliche Macht nicht tut, was die geistliche Macht ihr sagt, dann gibt es Krieg. Dann gibt es Krieg in Russland, dann gibt es Krieg in Vietnam, dann gibt es Krieg in Syrien, dann gibt es Krieg in Ukraine, dann gibt es Krieg in Armenien, dann gibt es Krieg überall auf der Welt. Auch hier in Europa kommt er bald an. Auch in Amerika kommt der Krieg bald an. Ihre russischen Fehler werden sich auf der ganzen Welt ausbreiten. Die russischen Fehler sind die Fehler des Kommunismus, die aber von der römisch-katholischen Kirche initiiert sind, aufgedrückt werden. Und diese Verbreitung der Fehler werden Kriege und Verfolgungen verursachen. Verschiedene Nationen werden zerstört werden, das versprach die Jungfrau daneben tröstend auch noch, dass die katholische Kirche am Ende triumphieren würde. Na wunderbar, der Teufel steht am Ende als Sieger da, nachdem der Heilige Vater mir Russland weihen wird. Daraufhin wird sie Russland, also wird Russland konvertiert und der Welt wird eine Zeit des Friedens gewährt. Wenn die Himmelskönigin von einer Zeit des Friedens spricht, dann sage ich, dann ist das Krieg. Krieg ist Frieden, Weiß ist Schwarz, Lüge ist Wahrheit. Das ist, wie der Papst spricht. Das ist, wie die Jungfrau Maria spricht. Nicht die wahre Mutter Jesu Christi. Die ist lange tot im Grab und spricht überhaupt nicht mehr. Aber die Himmelskönigin, die für Botschaften wie diese missbraucht wird. Ja, besonders weit sind wir in der ersten Lesung nicht gekommen, aber ich glaube, zumindest wenn ihr mich fragt, ich finde das eine der interessantesten Lesungen, die wir bis jetzt überhaupt gemacht haben. Und wir haben zumindest die ersten 3 Seiten in diesem Papier, Vietnam, Why Did We Go? Vietnam, warum sind wir gegangen? Angefangen. Und ich werde euch vertrösten müssen auf nächste Woche, um dann wiederzukommen, um dann weiterzulesen und weiterzuhören. Und ich möchte jetzt eben Max noch ein abschließendes Wort geben, weil ich habe mir den Mund faselig gesprochen. Und ich glaube, dass der Max sicher noch das ein oder andere Wort zum Abschluss für uns hat. Bitte, Bruder. Ja. In der Tat, ich versuche es kurz zu halten, aber es ist wirklich ein wichtiger Punkt, den du gemacht hast, da würde ich gerne kurz drauf eingehen und das ist, dass, dass heutzutage alles darauf ausgelegt ist, dass Menschen zwischeneinander aufgerieben werden, ne? Divide et tempera, oder wie heißt das, divide et, was, tempera? Impera. Teile und herrsche. Impera heißt herrschen, ja, genau. Ja, und genau dieses Prinzip meint ja genau das, was du jetzt auch gerade angeholt hast. Ja, dass, dass solange es nicht mit der Wahrheit, solange es nicht mit der Bibel zu tun hat, es völlig wurscht ist, was Menschen meinen herausgefunden zu haben, was eventuell wahr ist. Und es hängt mir wirklich schon zu den Ohren raus, jetzt was auch diese ganze Corona-Geschichte schon wieder angeht. Da gibt es halt viele Menschen, die wirklich auch erkennen, dass das alles Quatsch ist. Zu Recht, ja, völlig zu Recht, keine Frage. Aber die legen dann eben nicht den Link, dass sie dann auch wieder zur Bibel kommen. Und damit ist es völlig wurscht, was die Menschen glauben. Sie dienen dann am Ende doch auch mit ihren ganzen Aktionen, mit ihrer ganzen Energie, mit ihrem ganzen Einsatz, dienen sie halt dann doch nur einem. Und das ist dann Satan. Ja, wenn sie dann irgendwelche Massen mobilisieren, auf die Straße zu gehen, was dann auch wieder unbiblisch wäre, aber das ist wieder ein anderes Thema.
dann die sie eben Satan. Und das betrifft jetzt nicht nur Corona, obwohl es mir gerade bei diesem Thema schon gehörig auf den Keks geht. Das betrifft alle anderen Themen auch. Ob das diese endlose Diskussion mit der flachen Erde ist oder Kugelerde ist, da braucht man einfach in die Bibel zu gucken, festzustellen, dass es mehr dafür spricht, dass Gott sagt, dass die Erde eine Kreisfläche ist, dass Sonne und Mond über die Erde kreisen, dass die Erde auf Säulen steht und dann ist das Thema beendet. Ja, dann braucht man da nicht noch irgendwie sich zu engagieren und bloß an der Bibel vorbei irgendwelche Blogs. Nee, aber ich muss dich da mal kurz unterbrechen, Max. Ich finde da einen ganz wichtigen Unterschied zwischen der Diskussion der flachen Erde und der Diskussion, die wir hier führen. Die Diskussion flache Erde oder runde Erde, welchem Glauben man da auch anhängen mag, weil es gibt anscheinend in der Bibel für beide Versionen Argumente oder Verse, die man anführen kann. Und ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich will nur sagen, das ist nicht wichtig für unsere Erlösung. Wichtig für unsere Erlösung ist, dass wir Jesus Christus, den wahren Jesus Christus, als unseren Erlöser erkennen und dass wir ihn kennen und dass wir durch seine Lehre davon gewarnt werden, uns von der Welt zu lösen, dass wir zwar in der Welt leben sollen, aber dass wir nicht von der Welt sein sollen und dass es wichtig ist, zu erkennen, was die Rolle des Antichristen ist. Wenn wir auf der einen Seite lernen, Jesus ist der Christ, müssen wir auf der anderen Seite auch verstehen, dass das Papsttum der Antichrist ist. Und wenn wir verstehen, wie Jesus Christus wirkt und arbeitet, weil wir in Christus sind, in einem Glauben, in ihm, wiedergeborene Christen. Schön. Wir müssen aber auch begreifen, wie der Antichrist arbeitet. Wie das Papsttum, wie die römisch-katholische Kirche in dieser Welt gegen die Menschheit jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde arbeitet. Das ist wichtig. Dass ich verstehe, dass die Erde flach oder rund ist, das hilft mir nicht zu meiner Erlösung. Aber dass ich verstehe, wie Christ und Antichrist arbeitet, das hilft mir zu meiner Erlösung. Du kannst gleich darauf antworten. Bitte, ich bitte dich sogar darum, aber lass mich das kurz ausführen. Dass wir verstehen, dass das Papsttum der Antichrist ist auf der einen Seite und dass wir auf der anderen Seite verstehen, dass Jesus der Christ ist, der die 70. Jahrwoche von Daniel komplett erfüllt hat, ist wichtig. Weil gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, wo wir in Drangsal kommen, wo wir in Trübsal kommen, werden viele Leute mit dem Finger drauf weisen, aber siehste, genau das hat Jesus doch vorhergesagt. Na, Jesus hat vorhergesagt, dass wir Trübsal in dieser Welt haben werden. Aber seid gut gelaunt, ich habe die Welt überwunden. So in der Richtung hat er das gesagt. Er hat nicht von einer siebenjährigen Trübsal gesprochen. Das ist eine Falschauslegung. Und alles, was im Augenblick die Agenda in dieser Welt läuft, läuft darauf hinaus, um die falsche Agenda der Wiedererfüllung der 70. Jahrwoche durch einen anderen Christus wieder zu erfüllen in der Agenda des Antichristen. Das müssen wir erkennen. Das ist wichtig für unsere Erlösung, für unser ewiges Leben, Max. Ich gebe dir ja recht. Diese Diskussion runde Erde, flache Erde, das ist aber nur Ablenkung von dem, was wirklich wesentlich ist. Okay? Und du darfst da gerne deine Meinung zu haben. Ich habe da meine Meinung zu und im Großen und Ganzen bin ich auch eher ein Vorsteher der Vertreter der Meinung einer flachen Erde als einer runden Erde, weil die Erde steht auf Pfeilern und im Wasser und was war eh nicht alles, das sind die Verse, die ich dazu kenne. Aber da, schau, das ist der Punkt nicht. Sprechen wir wieder darüber hier. Ja, ich möchte nicht von dem wichtigen Thema ablenken, weil sonst kann ich morgen auch anfangen, über Chemtrails zu sprechen. Ja, nee, pass auf, aber da möchte ich jetzt auch mal was zu sagen. Weil es ist einfach so, wir können das jetzt ja endlos ausweiten, ob wir jetzt über Chemtrails, über Dinosaurier, über Planet der Affen, also Evolution, über Theorie der Plattentektonik, über die Relativitätstheorie, die Gravitation, was weiß ich nicht alles. Wir können das jetzt ja alles auf den Tisch packen und sagen, ja, das ist jetzt nicht so heilsrelevant wie dieses oder jenes. Ich sehe es einfach so, wir haben das Wort Gottes und es hat halt eine Aussage, ja, und die ist nun mal einfach nicht... Ich will jetzt, wie gesagt, nicht auf dieses flache Erde-Thema eingehen, aber was die Erde betrifft, ist es einfach nun mal nicht so, dass das Wort Gottes eine Kugelerde stützt mit der Erde als Zentrum. Das ist einfach so. Und das ist einfach, da muss ich da einen Punkt hintermachen und entweder ich akzeptiere das, ja, was das Wort Gottes ist und muss leider akzeptieren, dass wir in einer so derartig großen Lüge leben, muss einfach akzeptieren, dass wir in einer so derartig großen Lüge leben, dass alles andere, was ich jetzt eigentlich da auch noch angehängt habe, mit Gravitation, mit Evolutionstheorie eben auch Lüge ist. Und einfach mal feststellen, dass die Bibel die einzige Wahrheit ist, die ich habe, dann stellt man erstmal fest, und ja, das tut weh, dass man hier ganz schön verloren ist in einem
unglaublichen Haufen aus Theorie, Menschenwissen und alles das, was als wahr verkauft wird in der sogenannten Wissenschaft, was ja eigentlich auch nichts anderes ist als eine Religion. Und muss einfach feststellen, ja, dass Gott als einziger in seinem Wort Recht behält. Und das ist halt einfach auch nicht leicht, ja, weil man wirklich dann auch wirklich sich eingestehen muss, dass man ja wirklich auch einfach sein Leben lang irgendwie eine ganz falsche Sicht auf die Dinge hatte. Nichtsdestotrotz, und das ist ja der wichtige Punkt, du hast recht, es geht eigentlich, am Ende geht es ja nur um Jesus Christus. Nichtsdestotrotz, ich meine ja auch, mich jetzt zum Beispiel an Brüder und Schwestern in Christus zu wenden. Da ist es doch einfach mal so, das muss man jetzt auch mal ehrlich sagen, wir haben halt das Wort Gottes und es macht halt Aussagen zu gewissen Themen und entweder ich akzeptiere sie oder ich akzeptiere sie nicht. Zu sagen, ja, das wäre jetzt aber nicht so wichtig, weil es mir vielleicht unbequem ist oder weil sicher es nicht heilsrelevant ist, das ist so, ja, aber nichtsdestotrotz, ich sehe es einfach so und damit bringe ich das jetzt auch zum Abschluss, ich sehe es einfach so, dass das Wort Gottes, also Gott, nicht umsonst spricht. Und das ist egal, welchen Punkt es betrifft. Und das ist aber auch, man könnte jetzt sagen, ja, es ist nicht heilsrelevant und da werden die Menschen nur aufgerieben. Ja, zu einem gewissen Teil schon. Aber wenn man der Wahrheit unterstellt ist, wenn man dem Herrn dient, wenn man sein Leben Jesus Christus gegeben hat, dann lebt man halt immer mehr und mehr nach dem Wort Gottes und man erkennt immer mehr und mehr die Lüge. Und ja, ich kann nur versichern, es gibt nichts Schöneres, als das alles zu erkennen, weil es einfach so offensichtlich macht, wie groß die Lüge Satans in dieser Welt ist. Und ich wollte einfach nur den Punkt machen, es ist halt immer wieder dasselbe. Und wir haben es jetzt heute wieder gesehen, dass das auch mit Fatima und dem André Pius heraus, warum er da diesen Krieg in Vietnam starten wollte, dass es auch nur wieder darum geht, Menschen aufzureiben, zwischen der Wahrheit, also hauptsächlich sie finden nicht zur Wahrheit, alles andere ist dann egal. Je mehr Menschen sich an diesem Quatsch immer beteiligen, an diesem Teilen und Herrschen, ja, an diesem aufgerieben werden, desto mehr gewinnt am Ende dann halt immer der große Gegenspieler. Deshalb ist es zu einem gewissen Grad wichtig, sich auf das Wesentliche zu besinnen, auf die Bibel und auf Jesus Christus. Ich für meinen Teil sage aber zusätzlich, ja, ganz recht, die Bibel spricht aber auch nicht umsonst. Ja, und das ist eben der Punkt, der mir so wichtig ist, dass wenn man meint, auf der Wahrheit sein Leben auszurichten, dann schließt das die ganze Bibel mit ein. Und auch wenn es dann dem einen oder anderen Punkt einem vielleicht nicht so ganz ins Weltbild passt, das meint dann für mich wieder persönlich die Bibelstelle, wo es heißt, dass wir werden müssen wie die Kinder, dass man eben einfach dieses ganze weltliche Wissen ablegt und einfach auf das Wort Gottes vertraut. Und ich darf euch versichern, es ist das Beste, was man tun kann in diesem Leben. Ich stimme dir in vielen Punkten, die du gesagt hast, überein. Aber ich möchte dich auch bitten zu bedenken, ich habe gerade eine Rückkopplung, ich höre mich selbst sprechen da. Ich möchte dich auch bitten zu bedenken, dass diese Diskussion flache Erde, runde Erde in die Welt getragen wurde von bestimmten Institutionen, die eben genau nichts anderes beabsichtigen, als Streitgespräche zwischen gläubigen Menschen damit zu provozieren. Und deswegen ist mein Punkt darüber, deswegen mache ich da auch keine Videos drüber, deswegen ist mein Punkt darüber, da soll bitte jeder glauben, was er wirklich will. Lass dich nicht mit hineinziehen in diese Diskussion. Wenn du für dich das Verständnis hast, wie die Erde deiner Meinung nach ist, dann ist das doch prima. Da spreche ich auch überhaupt nicht gegen. Ich spreche da niemandem gegen. Das muss jeder mit sich selber und mit Gott ausmachen. Aber man soll sich nicht aufreiben lassen in darüber endlosen Diskussionen. Und die Gefahr ist nun mal groß. Wie viele Kanäle gibt es nicht inzwischen auf YouTube und woanders auch noch und Webseiten, die sich mit diesen Themen beschäftigen und der eine meckert immer gegen die andere Seite und beide meinen, dass sie recht haben. In der Zwischenzeit wird ein Ding dazwischen vergessen und das ist genau das, was du probierst so hochzuhalten, die Bibel. Die Bibel wird dazwischen aufgerieben in diesen nutzlosen Diskussionen. Schau, wenn ich darüber diskutiere, dass das Papsttum der Antichrist ist und dass Jesus der Christ ist, dann spricht jedes Wort aus der Bibel von Genesis bis Offenbarung genau über dieses Thema. Wenn ich daneben noch andere Verständnisse raushole, flache Erde oder stille Erde, ich meine, ich habe immer persönlich angeholt, Joshua Kapitel 10, Vers 12 ist es, glaube ich, wo
wo Joshua der Sonne befiehlt, stillzustehen und dem Mond befiehlt, stillzustehen. Das glaube ich. Weil in der Bibel steht geschrieben, an diesem Tag hörte Gott auf das Wort des Menschen. Das hat er vorher und nachher nie wieder getan. Wenn Gott aber die Sonne und den Mond stillstehen lässt, dann kann die Erde ja nicht mit so vielen Kilometern durch das Universum sausen, wie das heißt. Ne? Okay? Aber das Problem ist, wenn man sich da auf eine Diskussion einlässt oder auf ein Streitgespräch einlässt, dass man dann selbst leicht darin zerrieben wird oder noch viel schlimmer, dass die Wahrheit, dass die Bibel darin zerrieben wird, anstatt dass wir die Bibel an erste Stelle stellen. Und deswegen finde ich die Diskussion an sich zwar interessant, ich beteilige mich da aber nicht dran, weil ich keine Lust habe, in dieser hegelischen Dialektik kaputtgerieben zu werden. Weil, ja, das ist doch vollkommen recht. Weil ich das Spiel kurz, ne? erkenne, weil ich das Spiel erkenne, was da gespielt wird. Verstehst du? Und deswegen möchte ich wissen, dass du, möchte ich, dass du weißt, dass ich dich zwar in deinen Gedanken unterstütze, aber dass ich aus bestimmten Gründen dieses Spiel nicht mitspiele. Weil sonst kann ich ja auch in dem Spiel vom Kalten Krieg mitspielen und lass mich da zwischen den Seiten aufreiben. Siehst du? Und das ist mein Punkt, den ich zum Abschluss eben sagen möchte. Ja, ich hätte es vielleicht noch deutlicher machen müssen, dass es jetzt auch meine Meinung ist, so, ja, zum Wort Gottes oder auch zu dieser Ansicht der flachen Erde und so weiter. Das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, weil du hast da vollkommen recht, Bruder. Auch da zählt wieder das Wort Gottes. Wenn ich mit meinen Gedanken oder Worten jemanden anderen irgendwie zum Zorn reize oder dazu reize, dass man irgendwie auseinandergeht, als dass man eher zusammenführt, ja, natürlich auf Grundlage des Wortes Gottes, dann ist das ja auch wieder hinderlich. Und das sollen wir auch nicht tun, wie geschrieben steht. Also deshalb bin ich da ganz bei dir. Schön. Wir sind ja nun mal meistens einer Meinung. Ich wollte noch mal eben die Bibel aufschlagen. Ich habe leider nur die Schlachter hier im Moment als deutsche Bibel. Aber ich möchte den Leuten, weil wir das Bild der Bibel immer noch eingeblendet haben, ein paar Verse eben mitgeben, um darüber nachzudenken, was wir hier auch gerade live, ohne dass irgendwas geschnitten wurde, diskutiert haben, was ihr mitbekommen habt. Dass wir hier verschiedene Standpunkte hatten, aber dass wir die auf eine vernünftige Art und Weise zusammengebracht haben. Im Buch der Sprüche, Kapitel 15, steht geschrieben, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Die Zunge der Weisen gibt gute Lehre, aber der Mund der Toren schwatzt viel dummes Zeug. Die Augen des Herrn sind überall, sie erspähen die Bösen und die Guten. Seht ihr, wichtig ist es, wenn man solche Diskussionen führt, dass man sich daran erinnert, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Und in solchen oftmals provozierten Diskussionen, sei es jetzt über die flache Erde oder die runde Erde oder sei es über irgendeine andere Sache, da kommen ganz oft die verletzenden Worte heraus. Und dann sind wir nicht mehr im Geiste des Herrn. Und im Geiste des Herrn machen Max und ich diese Lesung. Und wir mögen vielleicht hier und da mal irgendwo nicht mit übereinstimmen. Das kann ja durchaus sein. Wir sind zwei Menschen, die auf eine unterschiedliche Art und Weise groß geworden sind, die unterschiedliche Arten von Leben führen. Und natürlich haben wir hier und da vielleicht auch mal ein anderes Verständnis, vielleicht sogar ein anderes Bibelverständnis, weiß ich nicht. Aber ich finde, dass Max gerade zurückgekommen ist auf die Sache und gesagt hat, schau, in dem und dem Punkt stimme ich dir zu und da hast du recht, das finde ich schön. So haben wir Frieden miteinander in der Wahrheit und im Geist unseres Herrn Jesus Christus, der sich uns offenbart durch sein Buch, die Bibel, das geschriebene Wort, seine Instruktion für uns, wie wir uns hier auf dieser Erde verhalten sollen. Das muss ich regelmäßig lesen, das muss Max regelmäßig lesen und das solltet ihr regelmäßig lesen. Und wenn ihr dann Zeit habt, dann würden Max und ich uns beide freuen, wenn ihr uns zur nächsten Lesung dieses Buches, dieses Auszuges des Buches Vietnam, warum sind wir gegangen, im Zuge der Lesung der Himmelskönigin, eine für alle für eine, Königin des Himmels, bei der nächsten Sendung begleiten wollt. Bis dahin, bitte lest eure Bibel. Maranatha. Thank you.
Es ist wie die Kristall, die Schäden zu bewahren, es ist mein Herz erzählt.